Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich zeige euch, wie ich die Divider, also die Registerblätter von meinem FileFX gestalte. Und vorab möchte ich eine Abonnentin von mir grüßen, nämlich die vom Kanal Katzenliebhaber. Also ganz liebe Grüße an dich. Wenn ihr auch in den nächsten Videos gegrüßt werden möchtet, dann schreibt einfach einen netten Kommentar mit dem Hashtag Glocke aktiv. Und ja, dann würde ich sagen, laber mir nicht ganz viel drum. Viel Spaß mit dem Video. Vielleicht konntet ihr auch schon ahnen, was es wird, nämlich eine Tasche auf einem Divider, einfach mal was Praktisches, um schnell Zettel reinstecken zu können. Und oben rechts und unten links verbindet ihr dann zwei Punkte miteinander, die ihr euch aussuchen könnt. Und die offenen zwei Laschen klebe ich mit Washi-Tape ganz einfach zu.
Das war's dann auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns in Teil 2 wieder. Tschüss!